Heute ist der 22.12.2023 und ich habe für euch einen extrem krassen neuen Solo Unlimited Money Glitch ohne alles am Start, mit dem ihr wirklich unendlich viel Geld innerhalb von kürzester Zeit machen könnt. Bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, habe ich noch eine kurze Information für euch. Denn falls ihr derzeit noch auf der Suche seid nach einem Unlock All Account oder Money Boost, sprich Geld und Level für euren eigenen Account, egal auf welcher Plattform, PS4, PS5, Xbox oder PC, dann checkt mal den allerersten Link in der Videobeschreibung ab. Dort kommt ihr zu meinem Partner und da gibt es derzeit die krassesten Weihnachtsangebote, die es in der nächsten Zeit geben wird. Ihr bekommt nämlich 20% Rabatt auf alles und dazu noch 20% mehr Geld auf alles. Ihr seht es gerade im Hintergrund. Ihr könnt euch hier bis zu 1 Milliarde GTA-Dollar für euren eigenen Account kaufen. Und die Preise sind wirklich extrem günstig. Ihr seht 50 Millionen Dollar für 50 Euro, 100 Millionen Dollar für 60 Euro, 200 Millionen Dollar für 80 Euro. Und ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr den Rabattcode CASER, also C-A-S-E-R, wenn ihr diesen Rabattcode am Checkout eingebt, spart ihr nochmal 20% auf eure komplette Bestellung. Also wenn ihr zum Beispiel was für 100 Euro kauft, zahlt ihr nicht 100, sondern nur 80 Euro. Das sind wirklich die krassesten Angebote, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Falls ihr da also noch Interesse habt, checkt das Ganze gerne ab. Loot4Games hat mega viele Zahlungsmethoden, wie zum Beispiel Amazon Pay, Paysafe Card, Sofortüberweisung, Klarna, alle Kreditkarten. Also falls ihr da Interesse habt, erster Link in der Videobeschreibung. Auch über 6500 positive Bewertungen auf Trustpilot und für 20% Rabatt. Gebt auf jeden Fall noch den Rabattcode CASER, also CASER, am Checkout ein. Und außerdem, falls ihr neu vom Kanal seid und noch nichts von meinem Wintergewinnspiel gehört habt, dann checkt das auf jeden Fall mal ab, denn ich verlose diesen Monat, also im Dezember, insgesamt 5x 1 Milliarde GTA-Dollar für euren eigenen Account. Und dabei ist es vollkommen egal, auf welcher Plattform ihr spielt, PS4, PS5, Xbox, PC. Jeder von euch kann teilnehmen und 1 Milliarde Dollar für seinen Account gewinnen. Und das Einzige, was ihr tun müsst, um teilzunehmen, ihr müsst einfach nur einmal diesen Kanal hier abonnieren, dazu die Glocke aktivieren, diesem Video hier ein Like geben und dazu ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben mit eurem PSN, Xbox One oder PC-Namen. Und so einfach habt ihr die Chance teilzunehmen und das Geld für euren Account zu gewinnen. Das ganze Gewinnspiel wird am 31.12.2023 aufgelöst und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem eigentlichen Video. So, und zwar, was ihr zuerst mal macht, ist ganz einfach. Und zwar geht ihr erstmal in irgendeine GTA Online-Sitzung, geht dann einmal unter Option, dann einmal auf Spielersuche, die stellt ihr auf geschlossen und euren Spawnpunkt einmal auf letzter Ort. Sobald ihr das soweit eingestellt habt, geht ihr dann einmal auf den Editor bzw. auf den Rockstar Creator. Und sobald ihr dort angekommen seid, geht ihr einmal hin, drückt die Optionstaste, geht auf Online, dann einmal auf GTA Online spielen und startet jetzt eine geschlossene Freundessitzung oder Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Das ist prinzipiell egal. Hauptsache ist, dass ihr hier wirklich dann alleine in einer Sitzung seid. So wie ich das jetzt bin und sobald ihr alleine in so einer Sitzung angekommen seid, könnt ihr jetzt hingehen, drückt wieder die Optionstaste, geht auf Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt. Dann geht ihr einmal auf Mission und dann auf die Mission ein Job für einen Titan. Diese Mission müsst ihr ganz einfach einmal starten. Und sobald ihr diese Mission dann gestartet habt, kurz warten, bis ihr in dem Menü drin seid, dann einfach auf Einstellungen bestätigen gehen und dann auf Spielen, genauso wie ich das jetzt mache. Und sobald ihr das soweit gemacht habt, solltet ihr jetzt hier in der Mission drin sein. In der Mission angekommen, braucht ihr jetzt einfach irgendeine Garage. Was für eine Garage das ist, ist komplett egal. Ich denke mal, jeder von euch wird irgendwo irgendeine Garage auf der Karte haben und da könnt ihr euch jetzt aussuchen, welche, und zu der fahrt ihr dann einfach einmal hin. Ich will es hier nochmal besonders betont haben, es ist vollkommen egal. Es kann eine 2er, 6er, 10er Garage sein. Die Garage kann auch wirklich überall auf der Map sein. Das ist vollkommen egal, das spielt keine Rolle. Und sobald ihr bei dieser Garage angekommen seid, könnt ihr dort einfach einmal reinlaufen. Ich würde euch empfehlen, euer persönliches Fahrzeug noch einmal kurz zurückzuschicken, also zurück ins Lager, wieder einzulagern. Und sobald ihr dann in eurer Garage angekommen seid, braucht ihr hier jetzt noch ein bestimmtes Auto. Und zwar das Auto, was ich euch jetzt zeigen werde. Das könnt ihr euch jetzt theoretisch auch noch nachträglich holen, das ist kein Problem. Das stellt ihr euch einfach in die Garage. Und zwar ist das der Sentinel XS.
Den könnt ihr entweder kaufen, wenn ihr aber kein Geld habt, müsst ihr euch den nicht kaufen, denn den gibt es auch auf der Straße, der fährt überall in Los Santos in der Innenstadt auf der Straße rum. Hier nochmal die beiden Vorbereitungen, ihr braucht irgendeine Garage oder auch irgendeine Apartmentgarage. Und die zweite Sache ist, dass ihr halt wie gesagt diesen sogenannten Sentinel XS braucht. Ich zeige euch nochmal, den gibt es hier bei Legendary, nicht bei Legendary, sondern bei Sword San Andreas Superautos. Hier seht ihr den, der kostet 60.000, aber wie schon erwähnt, der fährt auch auf der Straße rum, könnt ihr euch also auch einfach mitnehmen. Und ja, sobald ihr dieses Auto jetzt in eure Garage habt, könnt ihr dort einmal einsteigen und jetzt auch schon direkt anfangen. Der Vorteil, warum wir das in dieser Mission machen, ist, hier ist die Zeit eingefroren, ihr seht das an meinem Handy, es ist die ganze Zeit 21 Uhr und das werden wir uns jetzt zunutze machen. Jetzt solltet ihr euch einmal zu der gleichen Position hinbegeben, wo ich auch starte, denn ihr müsst jetzt einmal die gleiche Route abfahren, die ich auch abfahre. Ihr fahrt mir jetzt also einfach genau nach, wenn ihr das macht, könnt ihr da nichts falsch machen. Einfach eins zu eins meinen Weg sozusagen nachfahren. Natürlich nicht Meter für Meter genau, aber ungefähr den Weg, den ich fahre. Und dann sollte das auch funktionieren. Denn sobald ihr jetzt hier bei der Kreuzung angekommen seid, sollte hier so eine Art China-Restaurant sein. Und hier dreht ihr jetzt eure Kamera so ein bisschen ein, dass ihr nach hinten guckt. Gleichzeitig fahrt ihr aber geradeaus. Ist so ein bisschen schwierig, das zu halten, aber wenn ihr das richtig gemacht habt, solltet ihr jetzt hier ein voll aufgetuntes Fahrzeug spawnen. Es gibt von diesen Fahrzeugen drei verschiedene, und zwar einmal dieses hier, das ist das gelbe, dann gibt es ein blaues bzw. lilanes und dann gibt es ein rotes. Das gelbe hier ist am wenigsten wert, das kostet ungefähr im Verkauf 130.000. Und nicht vergessen, ihr könnt euch hier mit eurer komplette Garage zuballern. Heißt, ihr könnt euch hier 10 Autos in die Garage knallen und bekommt dann 1,3 Millionen dafür. Dann gibt es einmal das violett-blaue Fahrzeug. Das könnt ihr so für 150.000 verkaufen, sprich also 1,5 Millionen. Und dann gibt es noch einmal das rote, das kostet fast 200.000 Dollar im Verkauf. Heißt fast 2 Millionen GTA-Dollar. Ihr könnt hier einfach immer wieder zu eurer Garage hinfahren, das Auto reinstellen, zurückfahren, neues holen, reinstellen, zurückfahren, neues holen, reinstellen, zurückfahren, neues holen, reinstellen, bis eure komplette Garage voll ist. Sobald das Fahrzeug in der Garage drin ist, tauscht ihr es einfach einmal mit einem anderen Fahrzeug, also tauscht den Stellplatz, steigt dann nochmal ein, fahrt dann nochmal raus, fahrt dann wieder rein und dann verlasst ihr einmal die Garage. In der Zwischenzeit könnt ihr auf jeden Fall gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ich lade hier für euch immer die neuesten Money Glitches für GTA 5 Online und auch wenn GTA 6 kommt, auch für GTA 6 hoch. Deswegen Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Sobald ihr das soweit gemacht habt, könnt ihr jetzt den Job einmal verlassen. Natürlich, wie gesagt, ihr könnt euch auch eure komplette Garage vollstellen. Die Mission hat kein Zeitlimit, heißt, ihr könnt das ohne Probleme ganz entspannt machen. Und sobald ihr jetzt gespawnt seid, sobald ihr hier wieder in einer neuen Sitzung gespawnt seid, lauft ihr einfach zu eurer Garage bzw. fahrt zu eurer Garage und dann werdet ihr sehen, bam, das Auto ist drin und das könnt ihr auch ohne Probleme verkaufen. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Zack, hier seht ihr es, steigt ihr einfach ein, fahrt zum nächstgelegenen Los Santos Customs und könnt das dann für den genannten Preis von mir, habe ich ja vorhin erwähnt, verkaufen. Und ja, das war es eigentlich jetzt auch schon mit dem Video. Wie gesagt, falls ihr nichts weiteres verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, es dauert vielleicht 2 Sekunden und dann bekommt ihr sofort immer eine neue Benachrichtigung, wenn ich was Neues hochlade. Ihr seht es jetzt, bam, ihr könnt das Ganze hier für 130.000 GTA-Dollar verkaufen. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video, ciao.